Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Ghost. Ghost installieren. Ghost ist eine einfache und freie Blogging-Plattform. Die Software steht unter der MIT-Lizenz. Ghost findet man auf der Website ghost.org. Ghost ist sehr benutzerfreundlich. Das wird man nachher noch sehen, wie einfach es eigentlich ist, mit Ghost zu arbeiten. Und das Besondere an dieser Blogging-Software ist, sie baut auf Node.js auf. Node.js wiederum ist eine serverseitige Plattform speziell für schnelle und effiziente Web-Apps, die in JavaScript programmiert werden, so wie eben auch Ghost. Nun zur Installation. Entweder man benutzt den Ghost-Installer, den findet man in der Dokumentation. Unter Installation und zwar hier. Man lädt die Datei herunter und macht die Datei dann ausführbar bei Linux. Das ist eben der einfachste Weg. Führt die Datei aus und folgt den Anweisungen. Oder man macht es manuell Schritt für Schritt und das möchte ich jetzt hier mal zeigen. Wie das funktioniert. Erster Schritt: Node.js installieren. Und zwar bei Fedora mit dem Befehl su Leerzeichen minus c Leerzeichen Anführungszeichen yum Leerzeichen install Leerzeichen Node.js Leerzeichen npm. Die beiden Pakete werden installiert und das habe ich jetzt hier schon mal getan. Damit das nicht so lange dauert. Dann Ghost herunterladen und zwar von diesem GitHub-Account zum Beispiel github.com/tryghost/ghost. Da könnte man sich jetzt hier zum Beispiel die ZIP-Datei herunterladen. Oder man klont das Ganze mit dem Befehl git clone. Vorher muss natürlich Git installiert werden und dann einfach die URL kopieren, die hier steht. Kopieren und einfügen und dann Enter. Oder man holt sich die ZIP-Datei direkt von der Download-Seite ghost.org/download. ZIP-Datei herunterladen und in ein bestimmtes Verzeichnis entpacken. Das habe ich auch schon getan. Und zwar ist das hier das Verzeichnis Ghost. Als nächstes wechsle ich in das Verzeichnis Ghost. Und so sieht der Inhalt dann aus. Und nun gibt man ein npm Leerzeichen install minus minus production. Enter. Dann wartet man ein Weilchen, bis die notwendigen Pakete noch heruntergeladen wurden und installiert sind. Und dann zuletzt gibt man ein npm Start. Um Ghost nun zu starten. Und dann kann es losgehen. Dann kann man in den Browser eingeben 127.0.0.1 Doppelpunkt 2368. Und das mache ich jetzt hier auch mal. 127. Punkt 0, Punkt 0, Punkt 1, 23, 68. Und da ist Ghost. Als erstes noch erstellt man sich einen Login-Account. Und zwar gibt man noch hinzu, Schrägstrich, Ghost. Nun einfach Namen eingeben, E-Mail-Adresse, irgendwas. Und dann noch Passwort. Und da ist Ghost. Auch wieder hier kann ich mich ausloggen. Und hier ist mein Profil, mein User-Profil, beziehungsweise das generelle Profil.
für den Blog. Hier ist nochmal Ghost. Und hier ist der Content. Hier kann man schon vorhandenen Content bearbeiten. Und zwar hier jetzt. Und hier sieht man auf der einen Seite, auf der linken Seite, das Ganze in Markdown, eine vereinfachte Auszeichnungssprache. Und dann hier auf der rechten Seite, wie es dann auch wirklich aussieht. Okay. Und wieder zum Content. Und hier gibt es Settings. Zum Beispiel kann man die URL bestimmen und hier kann man auch noch das Ganze löschen. Und hier kann man neuen Content hinzufügen. Okay, hier nochmal die Settings. Und gleich nochmal Logout. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.